Film und Otter die seltsam kennt sie. Die Filmbilder hat der Otter selbst in Argentinien gedreht. Die Tapire, Tapiridae, bilden eine Säugetierfamilie aus der Ordnung der Unpaarhufer, Perissodactyla. Sie umfassen nur eine Gattung, Tapirus, mit 4 Arten. Es handelt sich um schwerfällige Tiere mit einem charakteristischen Rüssel, die in Mittel- und Südamerika und in Südostasien leben. Tapire sind äußerlich schweineähnliche Tiere, ihre nächsten Verwandten sind allerdings Pferde und Nashörner. Das Fell ist bei den amerikanischen Arten bräunlich gefärbt, der südostasiatische Schabrackentapir ist hingegen durch eine auffällige, schwarz-weiße Färbung gekennzeichnet. Tapire erreichen eine Kopfrumpflänge von 180 bis 250 cm, der Schwanz ist ein kurzer Stummel von 5 bis 13 cm Länge und die Schulterhöhe beträgt 73 bis 120 cm. Ausgewachsene Tiere erreichen ein Gewicht von 150 bis 320 kg. Der größte Vertreter ist der Schabrackentapir. Der plumpe, schwerfällig wirkende Körper dieser Tiere ist an der Vorderseite zugespitzt und an der Hinterseite abgerundet, wodurch das Vorwärtskommen in dichten Wäldern erleichtert wird. Die Beine sind vergleichsweise kurz und schlank, wie bei allen Unpaarhufern verläuft die Hauptachse durch die Drittelzehe, die auch die größte ist. An den Vorderbeinen sind jeweils 4 Zehen, wobei die 3 mittleren am stärksten entwickelt sind, die Hinterfüße tragen 3 Zehen. Nase und Oberlippe sind zu einem kleinen Greifrüssel verwachsen, mit dem die Tiere ihre Blätternahrung aufspüren. Die amerikanischen Arten haben größere Rüssel als der Schabrackentapir. Die Augen sind klein, die Ohren oval, aufgerichtet und nicht sehr beweglich. Die Zahnformel der Tapire lautet 3-3, 1-1, 4-3 bis 4. 3-3, insgesamt sind also 42 bis 44 Zähne vorhanden. Die Schneidezähne sind meißelförmig, die Eckzähne kegelförmig und durch ein Diastema von den Backenzähnen getrennt. Die Prämolaren ähneln in der Form den Molaren, sie sind niederkronig und somit für weiche Pflanzennahrung ausgestattet. Tapire haben ein zweigeteiltes Verbreitungsgebiet, 3 Arten leben in Mittel- und Südamerika, wo sie vom südlichen Mexiko bis in das südliche Brasilien und das nördliche Argentinien verbreitet sind. Die 4. Art, der Schabrackentapir, lebt in Südostasien, von Myanmar bis zur malaiischen Halbinsel und auf Sumatra. Ihr Lebensraum sind Wälder, in erster Linie tropische Regenwälder. Sie sind auf die Nähe von Wasser angewiesen und kommen von Meeresniveau bis in Höhen von 4500 Metern vor. Tapire sind nachtaktiv. Tagsüber ziehen sie sich ins dichte Unterholz zurück, um in der Nacht auf Nahrungssuche zu gehen. Dabei bewegen sie sich, den Rüssel am Boden haltend, vorwärts, sie können außerdem gut schwimmen und tauchen und wühlen gern im Schlamm. Sie sind generell sehr scheu und vorsichtig, im Bedrohungsfall fliehen sie ins Wasser oder ergreifen die Flucht, wenn notwendig, verteidigen sie sich mit Bissen. Gehör- und Geruchssinn sind gut entwickelt. Die Tiere leben einzelgängerisch, begegnen Artgenossen einander, verhalten sie sich in der Regel sehr aggressiv. Nur während der Paarungszeit kommen Männchen und Weibchen für kurze Zeit zusammen. Tapire sind Pflanzenfresser, die vorwiegend weiche Nahrung zu sich nehmen. Neben Blättern verzehren sie auch Wasserpflanzen, Knospen, Zweige und Früchte. Mit ihren langen, muskulösen und beweglichen Zungen gelangen sie auch an Blätter von dornenbewehrten Pflanzen. Die Tragzeit dauert etwas über ein Jahr, rund 390 bis 410 Tage, hiernach kommt in der Regel ein einziges Jungtier zur Welt. Neugeborene sehen bei allen Tapirarten gleich aus, sie sind dunkelbraun und tragen hellbraune bis weiße Längsstreifen, die zu Flecken und Stricheln aufgelöst sein können. Das Junge verbringt seine erste Lebenswoche in einem geschützten Lager, danach beginnt es, seiner Mutter zu folgen. Nach einem halben Jahr beginnt das Muster allmählich zu verschwinden, nach dem ersten Lebensjahr sieht der junge Tapir in der Färbung aus wie ein Erwachsener. Ungefähr zur gleichen Zeit wird er entwöhnt und kurz darauf von seiner Mutter vertrieben. Die Geschlechtsreife tritt mit rund 3 bis 4 Jahren ein.
Das höchste bekannte Lebensalter eines Tapirs betrug 35 Jahre. In manchen Regionen werden diese Tiere wegen ihres Fleisches und ihrer Häute bejagt. Es gibt aber auch Indianerstämme, die aus religiösen Gründen keine Tapire jagen. Heute stellt weniger die Jagd als die Zerstörung ihres Lebensraumes den Grund dar, warum die Bestandszahlen aller vier Tapirarten gesunken sind. Die JUCN listet zwei der vier Arten, den Bergtapir und den mittelamerikanischen Tapir, als bedroht, ändern gerät, und die übrigen zwei Arten, Flachlandtapir und Schabrackentapir, als gefährdet, vulnerable.